Liebe Zuschauer, das Jahr geht dem Ende zu, ein neues Jahr ist in Sicht und ich habe in einem sehr alten Buch einen sehr interessanten Vers dazu gefunden. Darin steht bei Prediger 3, Vers 1, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Das vergangene Jahr ist gefühlt recht schnell vergangen. Was das neue Jahr bringt, wissen wir noch nicht. Es liegt nicht in unserer Hand. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was wir anderen für dieses neue Jahr mit auf den Weg geben können. Und dieses wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Liebe Zuschauer, der Jahreswechsel gibt oft Anlass, besondere Ereignisse oder Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Ich bin froh und dankbar, Schwierigkeiten wie Krankheit, Probleme am Arbeitsplatz oder in Beziehungen bewältigt zu haben. Gleichzeitig hoffe ich, wichtige Antworten gefunden und weise Entscheidungen getroffen zu haben. Ich will die Weichen richtigstellen und bin in Gedanken schon in der Zukunft. Was bringt das neue Jahr? Natürlich bin ich wie jeder Mensch von äußeren Umständen abhängig. Sorgen, Ängste und Befürchtungen können schnell ein Gefühl von Ausgeliefertsein begleiten. Und doch reagieren meine Erfahrungen entschieden in die entgegengesetzte Richtung. Denn ich weiß Jesus an meiner Seite. Das macht mich ruhig und getrost im Vertrauen auf seine Führung und seinen Beistand. Denn Gott will für jeden Menschen das Beste. Gott kennt unsere Herzen, nicht nur unsere Sorgen, sondern auch geheimste Wünsche. Er bringt auf einzigartige Weise Licht und Klarheit, selbst in scheinbar ausweglosen Situationen sichert er unsere nächsten Schritte mit vollkommener Weisheit und Liebe. Wir sind nie allein unterwegs. Gott ist wie ein Rettungsschirm. Alles Schwere hat weniger Gewicht. Ganz leicht können wir mit ihm in Kontakt kommen. Mit einem Gebet, durch wenige Worte, wie zu einem guten Freund. Wie viele menschliche Beziehungen gehen entzwei. Doch Gott verlässt uns nie. Wenn du Jesus an deiner Seite hast, dann ist die stärkste Kraft mit dir, und zwar jeden Tag. Es sind nicht alle Probleme gelöst und die Schmerzen vergessen, aber das Beste kommt noch. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen ganzen Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles,
Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, doch am größten von ihnen ist die Liebe. Nur eine Antwort. Was gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen? Welche Gabe würde wohl jeder ungern vermissen? Was existiert ohne Länge, Breite, Höhe und Gewicht? Was bringt durch seine Abwesenheit Menschen vor Gericht? Was können Menschen nicht selbst erschaffen? Was ist das Gegenteil von Gier und Raffen? Aus welcher Quelle kommt der Wunsch, für andere da zu sein? Wie heißt das Motiv für die Freude am Zusammensein? Was befähigt Menschen zum Engagement und Opferbringen? Wodurch können Hingabe, Dienen und Verzichten gelingen? Womit können Konflikte ohne Leid gelöst werden? Was bezeichnet die Ethik als stärkste Kraft auf Erden? Was lässt sich mit der Evolutionstheorie nicht erklären? Was wird sich beim Verschenken vermehren? An welcher Definition tüfteln Philosophen und Wissenschaftler? Dabei kommt diese schon längst im wichtigsten Buch daher. Liebe heißt die Antwort auf alle diese Fragen. Gott ist die Liebe, möchte uns die Bibel sagen. Wo immer dir wahre Liebe begegnet, empfängst du diese von Gott, der dich segnet. Wir haben sehr viel über das Thema Liebe gehört. Da könnte man auf die Idee kommen und sagen, ja, ich kenne da Leute, die müssten doch mehr Liebe haben. Ist es das die Quintessenz des Ganzen? Nein. Wie wir auch in diesem Buch, wo ich vor uns schon zitiert habe, die Bibel, lesen können, geht es nicht um andere. Es geht um uns, um einen jeden, der hier zuschaut, der doch auch in seinem Leben etwas ändern möchte, zum Positiven hin. Und da möchte ich alle ermutigen, im neuen Jahr doch ein Stück mehr Nächstenliebe zu praktizieren. Dieses, was wir heute gehört haben, dass wenn wir das an andere Menschen verschenken, wir es vielfach zurückerhalten. Das Versprechen kann ich geben. So lasst uns im vollen Vertrauen auf Gott in das neue Jahr hineingehen.
wo wir wissen dürfen, er ist bei uns, er hält uns in seiner Hand und er hält auch seine Hand über uns, sodass wir getrost sein können, uns bewahrt fühlen dürfen. Lasst uns dies immer wieder bewusst sein. Ich wünsche allen gottesreichen Segen, viele gute Glaubenserfahrungen, viel Bewahrung, viel Schutz auf allen Wegen und den Segen Gottes. Bleibt in seiner Hand. Amen.